Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im JunTech-Kanal. Und zwar geht es weiter mit einem kurzen Unboxing-Video bzw. kurzen Review. Und zwar geht es heute um neue Arbeitsspeicher. Und zwar handelt es sich hier um Corsair Vengeance LPX Arbeitsspeicher von der Vengeance-Serie natürlich, die Gaming-Serie. Und zwar haben wir hier 4x4 GB Module, um es hier kurz vor die Kamera zu zeigen. Also da haben wir halt 4x4 GB, das sind ja 16 GB Arbeitsspeicher mit einer Taktrate von jeweils 3000 MHz. Und was wir noch so von der Verpackung kriegen, also für Information, ist eigentlich nichts Besonderes. Also was wichtig ist halt die, also hier sieht es nochmal so, sieht es nochmal oben aus. Ja, unten halt überall die Corsair-Aufschrift nochmal zu sehen. Ansonsten gibt es nicht viel zu zeigen hier nochmal. Per ein paar Zertifikate denke ich oder Support, also unterstützt Intel Core i7, Intel Prozessoren. Jetzt packen wir das Ganze eigentlich mal jetzt auch aus. So. So, dann haben wir es auch eigentlich. Ja, das sind halt die Arbeitsspeicher, die ich mir vor kurzem bestellt habe und angekommen sind. Also wie gesagt, wir haben hier 4x4 GB. Und zwar muss ich sagen, die sehen richtig, richtig cool aus. Hier nochmal aufmachen und hier kann man das eine schon mal entnehmen. So, haben wir jetzt in den Händen. So, was haben wir hier? Also ganz kurz die Vorderseite jetzt zeigen vor die Kamera. Also das sieht wirklich gut aus. Hier sieht man auch ein bisschen, dass die Schrift vom eigentlichen, ich weiß, das sieht man vielleicht nicht so ganz in der Kamera, dass dieses Teil, wo die Schrift da ist, bisschen nach draußen zeigt. Also hier hat man halt so nochmal fixiert, hier nochmal ganz klar zu sehen, das DDR4-System. Ansonsten ja, auf der Hinterseite kann man vielleicht auch noch einiges rauslesen. Also 4x4 GB, 16 GB, 3000 MHz und hier halt nochmal das CL 15, 17, 17 und 35 genau. Ja, also auf jeden Fall sehen die ganz qualitativ aus. Die fühlen sich auch so an. Hier nochmal die Oberseite zu zeigen. Also das sieht auch wirklich ganz gut aus, muss ich sagen. Mit der Corsair-Aufschrift auf der Oberseite. Ich muss mal die Kamera hier zu halten. Ja, also mehr ist eigentlich da auch nicht zu zeigen. So sehen die Arbeitsspeicher denn noch aus. Und das war es dann auch eigentlich von meinerseits. Wenn natürlich Fragen gibt, gerne Fragen. Einfach bei den Kommentaren posten und ich werde es versuchen, euch zu beantworten. Natürlich kommt am Ende, wenn das ganze PC gebaut ist, nochmal ein separates Video zum ganzen System. Dann auch nochmal ausführlich, wie die Arbeitsspeicher wirklich sind, ob die so wirklich so stark sind, wie sie auch hier beschreiben lassen. Naja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme im Intech-Kanal. Auf Wiedersehen.